Uns auch über eines müssen wir uns auch klar sein. In Deutschland sterben ja im Schnitt so rund 2.700 Menschen jeden Tag. Das ist die normale Todesrate. In Deutschland sterben im Jahr so circa 900.000 Menschen. Und das heißt also, es wird unter anderem ja auch vorkommen, das ist einfach mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eben eine andere zugrunde liegende Krankheit. Denn wir werden ja auch am Anfang gerade die Hochrisikogruppen impfen. Und das sind ja gerade auch die alten und hochaltrigen Menschen, die ja natürlich ebenfalls ein höheres Risiko haben zu versterben, ganz einfach, weil sie schon ein hohes Alter erreicht haben. Und genau deshalb brauchen wir Impfzentren und eine zentrale Erfassung von den Nebenwirkungen.